In diesem Video geht es ganz bewusst um die Unterschiede zwischen tierischen und pflanzlichen Omega-3. Viel Spaß dabei. Hi, herzlich willkommen im neuen Video. Falls du neu auf dem Kanal bist, mein Name ist Timo Osters. Ich bin Arzt und Experte für ganzheitliche Gesundheit. Und heute sprechen wir über die Unterschiede von tierischen und pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren, die Vorteile, welches das jeweilige Produkt hat, beziehungsweise die jeweilige Fettsäure, und drittens, auf was du grundlegend achten solltest, wenn du dir ein gutes Produkt aussuchst. Also, viel Spaß beim heutigen Video. Starten wir mit dem ersten Punkt. Was sind denn überhaupt die Unterschiede? Du hast es sicher schon mitbekommen, ich spreche ja sehr, sehr oft über Omega-3, weil es mir ein sehr, sehr großes Anliegen ist, dir das näher zu bringen, weil es gesundheitsmäßig einfach eines der Supplemente ist, die den größten Benefit für dich und deine Gesundheit bringen. Ist natürlich jetzt kein Supplement, was du nimmst und in 6 Tagen sagst, boah, mir geht es jetzt total anders, sondern es ist etwas, was du präventiv einsetzen solltest, um deine Gesundheit zu unterstützen. Hast du natürlich Probleme mit chronischen Erkrankungen oder generell mit Entzündungen in deinem System, wird dir das dabei natürlich helfen, wodurch du schon eine Besserung verspüren kannst. Was genau macht es denn jetzt aus? Grundlegend sind die Studien nicht mit Omega-3-Fettsäuren gemacht, sondern mit EPA und DHA. Was jetzt direkt schon logisch erklärt, dass die Einnahme von Leinöl als Omega-3-Quelle so eine ganz nette ist, aber eigentlich überhaupt nicht zielführend. Weil die Umwandlung von dem Leinöl, das ist eben nämlich nicht EPA und DHA, was im Leinöl drin ist, aber EPA und DHA ist das, womit unser Körper letzten Endes arbeitet. Die Umwandlungsrate liegt so bei, je nach Studienlage, 10-20%. Und das ist sehr, sehr, sehr wenig. Und wenn du auf eine Gesamtmenge von 2-4 Gramm EPA und DHA am Tag kommen möchtest, dann kannst du eine Flasche Leinöl am Tag trinken. Und das ist für dein Verdauungssystem und deinen Magen-Darm-Trakt ebenfalls nicht das Beste, muss man realistisch sagen. Also von daher fällt Leinöl schon mal raus. Leinöl ist nicht ungesund. Leinöl ist definitiv gesund und das kann man auch zu sich nehmen. Nur nicht als primäre Omega-3-Quelle. Vom Prinzip her ist es so, dass wenn wir uns die Studienlagen anschauen und das miteinander vergleichen, dann ist das, womit der Körper besser arbeiten kann, weil es dem Körper identischer ist, das tierische EPA und DHA. Also letzten Endes das aus Fischen oder aus Krill zum Beispiel. Und da ist es aber so, dass wenn du das zu dir nehmen möchtest und du natürlich Vegetarier oder Veganer bist, dann ist das Öl natürlich letzten Endes aus dem Fisch und das wirst du dann natürlich nicht zu dir nehmen. Weswegen es eben seit 1-2 Jahren auch vegane Alternativen gibt, die eben nicht auf Leinölbasis sind, sondern die auf Algenbasis sind, wo dann ebenfalls wieder EPA und DHA mit drin ist. Und von der Dosierung her solltest du es letzten Endes gleich halten, das heißt 2-4 Gramm, egal ob jetzt ein tierisches Produkt oder ein pflanzliches Produkt. Ich per se selber mische das Ganze immer, so dass du immer mal wieder tierisch hast, dann nimmst du mal wieder das vegane pflanzliche, dann wieder tierisch, wieder pflanzlich. Das ist das, was sich für mich vom Tenor her am besten anfühlt. Wie du im Omega-3-Video hier oben vielleicht schon gesehen hast, ich benutze ein flüssiges Öl, weil gerade wenn du auf 2-4 Gramm am Tag kommen möchtest, musst du in aller Regel ungefähr, je nach Produkt, so zwischen 8-12 Kapseln am Tag schlucken, was ich per se nicht möchte, weil ich schon genügend andere Supplemente nehme. Und deswegen greife ich auf ein Öl zurück, weil da muss ich dann nur einen Esslöffel bzw. 1,5 Esslöffel am Tag nehmen. Und mein Omega-3-Wert oder mein Omega-3-Index im Blut spricht da auch sehr für mich, dass das für mich sehr, sehr, sehr gut funktioniert und bei meinen Patienten logischerweise genauso. Wo ist denn jetzt eigentlich der Vorteil? Also wir haben gerade schon gesagt, die Aufnahme oder das, was im Körper ankommt, das ist mit dem tierischen Produkt etwas besser aus den Studien als das pflanzliche EPA und DHA. Aber was man natürlich auch so sehen muss, ist, dass wir natürlich niemals den gesamten Kontinent, also alle Menschen letzten Endes oder unsere gesamte Welt, die Menschheit versorgen könnten mit tierischen Omega-3s, weil dann würden wir den ganzen Fischbedarf letzten Endes oder den ganzen Fischbestand ausrotten. Und das ist natürlich auch das, was wir an und für sich nicht wollen. Von daher aus ökologischer Sicht gesehen sind die veganen, also die Algenalternativen, natürlich sehr, sehr, sehr gut, weil wir da auf eine Quelle zurückgreifen, die wir in einer viel größeren Zahl, in einer viel größeren Menge haben und wir dadurch natürlich auch nicht den tierischen Lebensraum durch das
Stehlen oder Ausbeuten der Fische letzten Endes verändern würden. Du kannst so sagen, Vorteil auf der Wirkungsseite das Tierische, ökologisch gesehen ist es das Vegane. Das ist auch der Grund, warum ich sage, ich mache von beidem immer mal wieder etwas und mische das Ganze. Was ist jetzt wichtig für dich, wenn du dir ein Produkt raussuchst? Ich persönlich, weißt du, kleine Produktempfehlung an dieser Stelle, benutze das Omega-3-Zone-Öl, also das Öl von der Firma Omega-3-Zone, weil einfach der Reinheitsgrad sehr, sehr, sehr gut ist. Das Öl schmeckt sehr gut. Das heißt, es schmeckt auch nicht nach Fisch, sondern nach Zitrone, nach Grapefruit oder nach Ingwer. Und du kannst es sehr, sehr einfach dosieren. Natürlich ist es so, dass es auf Reisen ein bisschen schwierig ist, wenn du halt auf ein flüssiges Produkt zugreifst und das Ganze auch noch in einer Glasflasche ist. Das ist mit dem Reisen ein bisschen schwieriger. Ich fülle mir das dann immer in eine Plastikflasche ab und nehme das dann mit. Aber vom Prinzip her kannst du natürlich auf jedes andere Omega-3-Produkt zurückgreifen, wenn du eine vernünftige Dosierung von ca. 2 bis 4 Gramm am Tag einhältst. Das ist das Allerwichtigste. Und nochmal, ich habe es zwar schon 500.000 Mal gesagt, aber 2 bis 4 Gramm EPA und DHA, nicht 2 bis 4 Gramm Fischöl. Und das ist das Allerwichtigste und was natürlich logischerweise bei jedem Supplement immer gegeben sein sollte, ist, dass die Qualität die beste ist. Weil du brauchst eigentlich nicht ein Supplement zu dir zu nehmen, womit du einen positiven Effekt für den Körper erzeugen möchtest, wenn das Supplement eine niedriggradige Qualität hat und einfach schlecht ist, verunreinigt ist. Vielleicht tust du dir damit dann sogar eher etwas Ungutes als etwas Gutes. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich, wie gesagt, das Öl von Omega-3-Zone benutze. Ansonsten, wenn du Fragen hast zu dem Thema tierisches versus pflanzliches Omega-3, schreib das sehr, sehr, sehr gerne unten rein in die Kommentare, dann können wir mit dir in Interaktion treten. Ansonsten freue ich mich wie immer über ein Like, über das Teilen vom Video und dann wünsche ich dir erstmal einen ganz, ganz schönen Resttag. Bis dahin, dein Timo.